Hallo, ihr Lieben. Tjalfi hier. Es gab mal wieder ein Update bei Wild West Dynasty. Wir sind jetzt auf Version 0.1.7554. Und das habe ich mal zum Anlass genommen, dieses Spiel nochmal zu spielen. Und Erfahrung, schmerzliche Erfahrung hat mich gelehrt, nach dem Update oder nach dem Hotfix ist man gut beraten. Nochmal weiter oder nochmal von Anfang an loszuzocken, das habe ich gemacht. Und ich zeige euch jetzt mal den Stand, wo ich gerade bin. Also, ich bin hier bei dem Quest Neuankömmling, bei dem Hausbau. Folgendes Szenario möchte ich euch einfach mal zeigen. Ja, ich bin überladen. Quatsch. Wie geht denn das jetzt gar nicht mehr? Habe ich hier schon eine Tür oder was? Okay. Nee, das ist jetzt ja ganz merkwürdig. Ja. Also, was ich euch eigentlich zeigen wollte, war, dass das hier mit dem Bauen nicht so richtig funktioniert. So, hier kommen wir zumindest wieder in dieses verkorkste Menü, wo wir hier auswählen können, prinzipiell, welche Mauer wir haben wollen. Ich gehe mal auf die Woodmauer und ich hätte gerne an dieser Seite eine Tür. Und genau das ist mir schon oft auf fast allen Seiten passiert, an nahezu jeder Stelle von diesem Haus. Die Tür, die poppt einmal kurz auf. Nochmal. Nochmal, also B, hier Wooden und einmal die Tür. Und auf einmal habe ich ein Fenster. Aha. Also nochmal. Ich will aber die Tür. Und ich habe wieder ein Fenster. Alles klar. Also was ich damit zeigen will, hier geht das mit dem Türbau nicht. Dasselbe Spielchen hier nochmal. Auch hier geht das mit dem Türbau nicht. Hier auch nicht. Und hier scheint, hier geht irgendwie offensichtlich gar nichts mehr. Gut, das heißt, ich kann wohl auch nicht irgendwas hier zu Ende bauen. Das heißt, dieses Haus ist für den Arsch. Insofern hätte ich fast gesagt, ich baue hier mal den Chat und lasse dieses Haus einfach mal Haus sein. Mittlerweile bin ich echt, was dieses Spiel angeht, ziemlich angezickt. Einfach weil sie permanent irgendwelche Updates rausbringen. Ah, komm, bau mir dieses verdammte Ding. Und also sie wollen da irgendwas gefixt haben, aber die wesentlichen Sachen, die sind jetzt nicht wirklich besser. Das kann man echt nicht sagen. Ich habe auch beim Bäumefällen wieder genau dieselben Bugs. Also hier hinten bei dem Baum in Taxation habe ich einen Doppelbug gehabt, also oder einen Doppelbaum auf einmal gehabt nach einmal fällen. Ich weiß nicht, ob das hier bei dem hier auch passiert oder ob das nur einzelne Bäume sind. Was haben wir noch? Was auch nicht mehr gut funktioniert hat nach dem letzten Update war, wenn man dem Ed sein Buch klaut, dieses Ed's Magic. Da wurde in der Vergangenheit ja immer der gebratene Hase freigeschaltet. Auch das funktioniert nicht mehr. Vielleicht habe ich auch einfach den Fehler gemacht, das zu früh freizuschalten oder zu früh zu lesen. Wir gucken mal weiter. Also, ich werde jetzt hier mal eine kleine Tierfalle bauen und die auch irgendwie aufstellen. Dafür muss ich aber wieder die Axt in der Hand haben. Eine hier mal einmal hier die Hasenfalle. Ich stelle ich mal da hinten auch auf. Jetzt haben wir ein Messer. Jetzt können wir Messer. Das können wir irgendwie aber auch schon länger. So, Hasenfalle. Dann soll ich noch irgendwie einen Brunnen bauen oder so, ne? Von mir aus hier. Dafür wieder den Holzhammer.
Dann wieder 10 Camp Utils sowieso. So, 2 Steine. Jetzt ist der Hammer im Eimer. Quatsch. Jetzt haben sie mir den letzten Stein geklaut. Schade. Muss ich mir noch mal einen suchen. Irgendwo wird hier einer rumgammeln. Den Stock können wir mal mitnehmen. Irgendwo wird doch hier wohl mal so ein verdammter Stein sein. Danke. Hier, dann nehmen wir den hier auch nochmal mit. Mal gucken, dann fälle ich hier bei Taxation nochmal einen Baum, um euch eventuell den Bug zeigen zu können, den ich meine. Wahrscheinlich lässt der Baum mich jetzt im Stich. Ja, der Baum lässt mich im Stich. Also hier an dieser Stelle habe ich mal häufig Bäume, wo aus einem gefällten Baum, sag schnell, 2 liegende Bäume werden, was also von den Bugs immer noch der netteste ist. Aber trotzdem ist es einer. Ah, hier haben wir immerhin mal die volle Länge von dem Baum, was ja mal sehr schön ist. Die wird einem auch meistens vorenthalten. So, dann machen wir jetzt den Brunnen zu Ende und versuchen unser Glück nochmal mit, mit dem zweiten Haus. In der Hoffnung, dass das klappt. So, hier können wir zumindest was trinken. Ja. Es ist mir jetzt an dieser Stelle auch wirklich wurscht, wie toll das ausgerichtet ist hier. Mir geht es halt eigentlich möchte ich nur sehr, sehr schnell möglichst zu der Stelle kommen, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe, um mal zu gucken, inwieweit da neue Sachen freigeschaltet wurden. So, dann hier das nächste. So. Also gucken wir doch nochmal B. Vielleicht können wir ja hier eine Tür machen. Nein, es wird wieder die Mauer. Schade. Eine Tür. Es wird wieder die Mauer. Die Tür poppt auf, aber es wird eine Mauer gebaut. Gucken wir nochmal, wie sieht es hier aus? Mauer. Mauer. Ja, das war ein D, nicht ein B. Immer noch eine Mauer. Mauer. Okay, vielleicht, also das war beim letzten Mal auch so, wenn jetzt nichts anderes geht, außer Tür. Vielleicht kann man dann jetzt ja mal eine Tür bauen. Ja, da ist sie. Dann wollen wir die auch gleich mal... Okay, und das Haus ist wieder für den Arsch. Ich habe wahrscheinlich den Fehler gemacht, dann nicht mit E zu bestätigen und jetzt habe ich den Salat. Nee. Nee, das macht echt keinen Spaß. Also, Hausbau, dritter Versuch.
Wir beschleunigen das Ganze jetzt mal und stellen wieder den Zustand her, wo wir nichts bauen können außer einer Tür. Geht nicht, also B, hölzerne Wand und eine Tür, Bestätigung mit E. Und ich bin wieder an dem Punkt, wo ich nicht weiterbauen kann. Nein, alles klar. Also da haben sie verschlimmbessert, sagen wir es mal so. Das hat ja zumindest geklappt in den letzten Hotfixes. Wir gucken, was wir jetzt noch einmal machen, um mal zu gucken, vielleicht kommt man ja mit einem bereits vorhandenen Speicherstand weiter. Ich werde jetzt noch mal einen laden. Welchen nehmen wir denn? Nehmen wir doch mal den hier. Ich glaube, da war ich mal relativ weit, hatte schon relativ viel. Versuchen wir es da mal, ob da irgendwas noch geht. Ja, vielleicht zur Info, also es ist jetzt nicht so, dass ich keine Nebenquests gemacht habe. Es war aber nach dem Update tatsächlich so, dass dieser Quest unser neuer Nachbar sofort nach diesem erfolgreichen Abschluss von dieser Färberreihe da mit der Karen aufgepoppt ist. Das war ja in den Vorgängerversionen anders, da musstest du ja erst mindestens einen Nebenquest machen, damit du diesen neuankömmlichen Quest machen konntest. Das wusste ich ja aus meinen Vorgängerspielen. Entsprechend habe ich also sogar zwei Quests gemacht. Einmal Mama Jay und einmal diesen Jagdquest einfach, damit ich jetzt wirklich sehr schnell das Viehzeug, was ich fange, auch braten kann oder so. Genau. Also das ist jetzt hier ein geladener Speicherstand. Irgendwann steht hier auch mein Zossen. Das klappt auch. Okay, der steigt mal so auf den Sattel. Ich steige aber mal wieder ab. Was ich jetzt hier an dieser Stelle mal testen will, ist, ob wir hier mit einem geladenen Speicherstand genauso Schwierigkeiten haben mit dem Hausbau wie mit dem, wie in dem neuen Speicherstand. Ja gut, da mache ich jetzt nicht so viel Start. Guck mal, hier wachsen die Bäume auch direkt aus meinem Stall wieder raus. Naja, gut, komm. Ja, gib mir mal die Axt. Baum fällen, komm. So, da steht unser Dörfler im Weg. Der bleibt natürlich auch eiskalt da stehen, wo er ist. So, dann gucken wir doch mal. Mal gucken, ob die schwebenden, Holzstämme von Taxation, die gibt es immer noch. Wer braucht schon Halleluja-Berge auf Pandora, wenn man die schwebenden Holzstämme von Taxation hat? Und hier ja, auch diese Bugs hier, die schwebenden Stücke, die gibt es ja auch immer noch. So, dann versuchen wir dann unser Glück noch einmal mit dem Hausbau. In dieser Version vom Spiel. Irgendwo wird man noch hier noch ein Häuschen hinkriegen. Also, Hammer. Hier zum Beispiel kann man noch mal ein Häuschen hinsetzen. So, komm.
So, selbes Theater. Gucken wir mal. Ich hätte gerne hier die Tür, liebe Leute. Ja, auch hier. Alles klar. Auch hier der Bug. Und ich meine, ihr seht hier lauter fertige Häuser. Ich bin durchaus in der Lage, ein Haus zu bauen. So ist das nicht. Also ich habe hier 12 Häuser oder so hingestellt, die auch schon bemannt sind. Das ist jetzt nicht so, dass das an Bedienungsunvermögen liegt hier von meiner Seite. Also das möchte ich in vielerlei Hinsicht nicht ausschließen, aber bei dem hier jetzt gerade mal nicht. Letzter Versuch. Es geht nichts anderes außer eine Tür. Ja, hier geht es. Mit E bestätigen. Jo, alles klar. Es ist wieder dasselbe auch in dem geladenen Spiel. Das heißt, das ist schon mal scheiße. Also bevor wir aber jetzt noch weiter meckern, können wir mal gucken, ob andere Sachen mal gehen. Haben Sie denn das Baumenü jetzt freigeschalten mit den Produktionsstätten? Nein, das ist immer nur... Ach so. Have to be placed in resources area? Okay, da können wir mal gucken. Das war doch hier irgendwo, oder? War hier nicht irgendwo so eine resources area? Das denn? Gut, dann gucken wir mal auf die Karte. Ich stehe doch mitten in der Ressourcen-Area, Mensch. Och, Leute. Stehe ich jetzt hier immer noch? Nee, dafür muss ich in die andere Richtung. Gucken wir nochmal auf die Karte. Ja, also ich stehe jetzt wirklich mittendrin. Ihr seht da den Pfeil. Ich stehe mittendrin in der Ressourcen-Area. Mal gucken. Gut, Baumodul nicht freigeschaltet. Alles klar. Okay. Das klappt schon mal nicht. Also da ist nichts passiert. Hier bei den Bugs, bei den fliegenden Stöcken und Stämmen offensichtlich auch nicht. Bauen geht nicht mehr. Dann gucken wir mal an, wie es aussieht mit dem Management. Wir haben ja aktuell den Alfonso hier in der Bahn. Der macht Brot. Prinzipiell haben wir auch 101 von 100 Brot im Stock. Mal gucken, ob wir an dieses Brot in unserem Lagerraum mittlerweile rankommen. Denn das war beim letzten Mal nicht so. In unser Lagerhaus. Hier war das, glaube ich. Aha. Das sieht ja mal schlecht aus hier, ne? Gut. Nehmen jetzt noch mal ein bisschen Rawcorn hier mit und gucken mal, ob wir den bearbeiten können. Ich hoffe mal... Achso, bin überladen. Ja, entschuldigt. Hier, pack mal weg, ne? Bogen, Stone, Bogen. Wie viele Bögen habe ich denn? Ach je, und 189 Stöcke, die braucht kein Mensch. Damit sollte ich jetzt eigentlich wieder halbwegs gut davor sein. Habe ich den hier schon gebaut? Damit müsste ich doch eigentlich... Ah, das haben sie geändert. Hier ist was dazugekommen. Das ist ja super. Das ging beim letzten Mal nicht. Also man kann jetzt Maissamen und man kann Bohnensamen herstellen. Das ist neu. Also oder zumindest dafür brauche ich eine Hacke. Das ist kein Problem. In Ordnung. Habe ich eine Hacke mit? Also eine Bauernhacke? Ja, habe ich. Also 5. Machen wir mal einmal Maissamen.
Okay, schön, also das klappt. Mal gucken, hier muss ich wässern, das können wir von mir aus auch noch machen. Aber bevor wir das machen, gucke ich mal, was jetzt hier eventuell geht. Also hier geht nur das, was vorher auch schon ging. Ist hier was zugekommen? Nägel noch nicht freigeschaltet, schwere Spitzhacke. Dafür muss ich was anderes machen. Also hier ist alles wie immer. Hier ist auch noch nichts. Das ist hier mein Sheriff. Mal gucken, ob ich hier jetzt im Workshop noch irgendwas anders machen kann. Doppelbett immer noch nicht. Ich weiß auch nicht, was ich dafür tun muss, um. Ne? Also hier ist nichts dazu gekommen. Also bei der Stadtfunktionalität kann ich jetzt nicht erkennen, dass das Update irgendwas gebracht hat. Im Gegenteil, es hat es verschlimmbessert. Wir können noch mal gucken, was bei der Landwirtschaft ansonsten noch geht, dass wir vielleicht mal ein paar Samen mitnehmen und wässern. Irgendwo waren die doch hier. Ich nehme auch nur einen mit. Also das ist. Mal hier, bitte Eimer auffüllen, danke. Kann ich hier auch. Wasser drauf, dann die 5 in die Hand nehmen, interagieren. Maissamen, ja, okay. Das klappt auch wie immer. Wie sieht es hier aus? Ist hier irgendwas, was ich in der Scheune machen kann? Nö. Mein Stall, ist hier irgendwas, was ich machen kann? Das ist ein Stock oder was war das hier? Ja, okay, das war ein Stock. Ich dachte schon, da hätten sie jetzt eine Funktion in den Stall reingebracht. Hier geht die Tür auch noch nicht. Und hier sieht es ja. Hier ist auch noch überhaupt gar nichts, außer dass hier jetzt schön die Bäume rauswachsen aus dem Ding. Gut. Ich denke mal hier in Sachen Städtebauen Totalausfall, das Update. Gucken wir uns mal an, was denn hier in Sachen Quests dazu gekommen ist. Keine aktiven Quests. Schade. Gut, aber das würde ich jetzt erstmal so nicht glauben. Was wir jetzt nochmal machen ist, wir werden jetzt uns nochmal einmal zur Höhle beamen. Einfach, dass der Weg nicht so weit ist, den wir jetzt haben. Ja, so, wir sind an der Höhle. Dann Mann. Also ich versuche jetzt hier auf schnellstem Wege mal Richtung anderes Terrain zu kommen. Um eventuell bei Roger noch einen Auftrag zu erhalten, den wir bisher noch nicht kennen. Aber ich fürchte, wenn das nicht angezeigt ist in der Nebenquest, dann ja. Dann wird das auch schwierig. Ja, jetzt habe ich mich festgefahren. Schade. Na komm, Zossen. Ich weiß, da gehst du immer nicht so gerne lang, weil wir uns da auch echt immer ziemlich mies aufs Maul legen. Aber. Komm.
Wir fahren mal runter, ne? Zossen? Nee, okay. Scheiße, jetzt gleich. Die Schwedenpferde. Scheiße, au. Mein Pferdchen schwebt immer noch da oben in der Luft. Na gut. Ach, Mensch. Also Roger, er sagt hier, mit Roger kann ich auch nicht reden. Okay. Gut, was heißt denn das? Also wenn ich hier jetzt einen Bauhammer in die Hand nehme, was heißt denn das? Soll ich hier irgendwas bauen? Nö. Ich nehme mal an, das sagt mir, da ist irgendwas kaputt. Aber da, mir kommen ein paar Sachen, sind ein paar Sachen mehr kaputt, als die, die er mir anzeigt. Also ich muss vielleicht nochmal hier so ein Potion nehmen. Was ich jetzt nochmal mache, ich werde jetzt der Form halber nochmal zu dem Punkt rennen, wo ich irgendwann mal vor 3 oder 4 Hotfixes meinen Bruder getroffen habe. Also nicht meinen, also Jacks Bruder. Nee, Quatsch, nicht heißt der Jack? Nee, der Coders Bruder Jack, so heißt er. Er heißt der Coder und der Bruder heißt Jack. Also den Jack West habe ich getroffen. Und dann, wenn da auch nichts ist, dann gebe ich hier genervt auf. Das hier? Ich glaube, das war hier. Alle Wege führen zu Jack. Ich frage mich wirklich, ob hier das, die kreative Bude, na, wie heißt denn das, die Programmierer überhaupt keine Tests haben? Ach, guck mal, die schwebenden Steine. Wild West Dynasty. So, hier ist... Also ist mir auch egal, ob ich mir jetzt den nächsten Fuß breche. Also mit dem kann ich auch nicht reden. Also prinzipiell, das habe ich mal in den ersten Zeiten von dem Spiel gelernt, das ist mein Dakotas Bruder Jack. Es gab mal die Quest Hank den Sheriff und da mussten wir den aufsuchen. Das ist aber schon länger Geschichte. Ich glaube, vor... ein oder zwei Updates gab oder Hotfixes gab es den schon nicht mehr. Gut, ich hätte gesagt, an dieser Stelle mal abgesehen davon, dass sie vielleicht ein bisschen was in der Landwirtschaft gemacht haben, ist das Ding hier ein absoluter Totalausfall. Und an dieser Stelle habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Ich würde sagen, vielleicht anders. Ich wäre euch dankbar, wirklich dankbar, wenn ihr irgendwas findet, was da neu ist und was klappt, wenn ihr mir das als Kommentar irgendwo zukommen lassen würdet. Denn also bloß weil ich das nicht gespielt kriege, heißt das ja nicht, dass andere das nicht gespielt kriegen. Aber also bitte, bitte, wenn ihr irgendeine Funktion findet, die gut funktioniert, gebt mir einen Bescheid. Ansonsten wünsche ich euch gutes Durchhalten bei diesem Spiel. Und bis denn.